Ja, herzlich willkommen bei Velvet Cloud. Kommen wir zum zweiten Teil der Mom-and-Pop-Aromen. Ich werde mal starten mit dem Kassel auf dem Poldiak mit Butterfly Bait. Und das ist ein recht interessantes Liquid. Das kommt ohne großartige Beschreibung her und schon geht es in den Beschreibungen so ein bisschen auseinander. Die Leute schmecken unterschiedliche Sachen und ich selbst bin der Meinung, dass ich eine leichte Tabaknote bekomme. Viele sagen, es hat eine blumige Note und die Beschreibung blumige Note bei Mom and Pop hatte mich erst ein bisschen abgeschreckt, aber das, was die Leute dann in den Kommentaren dazu geschrieben hatten, dass sie es halt nicht wirklich einordnen können, dass das Ganze so ein bisschen in verschiedene Richtungen gelaufen ist, hatte dann dazu geführt, dass ich es auf jeden Fall mal probieren wollte. Und es ist für mich auf jeden Fall ein fruchtig angehauchtes, mit einer leichten Tabakunternote belegten Liquid, was man ohne weiteres den ganzen Tag überdampfen kann. Es ist süßlich, es ist leicht und man wird so ein bisschen auf eine Reise geschickt damit. Ich bin schon der Meinung, dass sich dort etwas Beeriges drinne schmeckt. Aber auch noch andere Unternoten. Und das ist so ein bisschen so ein Liquid, wo man so ein bisschen Raum hat, sich drinne zu verlieren. Es hat nicht ganz den Tiefgang von den Matt Murdock Geschmäckern, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Man sagen könnte, das ist was so für einen schönen lauen Sommerabend, wenn die Sonne untergeht und man sich ein bisschen entspannt zurücklehnt und denkt, jetzt ein bisschen dampfen. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut für mich. Das ist ein absolut interessanter Geschmack. Ich habe den mit 12% angesetzt. Und dampft das sehr gerne zwischendurch mal. Es ist absolut nicht aufdringlich und ja, es hat ein bisschen was vom Schmetterlingsflügelschlag. Da kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Das Blumige, was man ihm nachsagt, habe ich zum Glück nicht rausschmecken können. Das wäre dann vielleicht nicht das Richtige für mich gewesen. Es ist aber wirklich sehr, sehr angenehm. Mach mal so ein bisschen den Verdampfergeschmacksneutral und werde als nächstes auch ein sehr, sehr schönes Liquid probieren.
Und zwar das Shredded Hawaiian. Da war ich am Überlegen, ob ich das wirklich probieren sollte. Die Beschreibung war sehr interessant, allerdings war sie für mich auch sehr dicht an zwei Sachen angelehnt, die ich bei TPA gelesen hatte und ich mir nicht ganz sicher war, weil es mir da nicht gut gefallen hatte, ob ich mich da jetzt wirklich drauf einlassen soll. Es ist klar geblieben. Auch das habe ich mit 12% angesetzt. Und der Geruch selbst hatte mir nicht wirklich zugesagt. Und wie die meisten der Mom-and-Pop-Aromen hatte es eine sehr, sehr lange Reifezeit. Ich hatte es schon direkt am Tag des Mischens probiert, ich habe es 2 Tage später probiert, ich habe es 3 Tage probiert, dann habe ich, glaube ich, nochmal 5 oder 6 Tage verstreichen lassen, hatte dann nochmal gedampft und habe gedacht, ja, schmeckt irgendwie jetzt nicht schlecht, aber nee, ich weiß nicht. Und dann habe ich es beiseite gestellt. Und dann bin ich vor 1,5 Wochen oder was, bin ich da nochmal beigegangen, hatte so meine Lieblingsliquids alle aufgedampft und habe gedacht, ich probiere es jetzt nochmal. Und es ist ein sehr, sehr schöner Fruchtpunsch. Und zwar ein hawaiianischer Fruchtpunsch mit einer extrem hohen Ananaskopfnote. Dass da jetzt viele Leute Kokosnuss rausschmecken konnten, da muss ich sagen, ich schmecke keine Kokosnuss. Ich bin nicht wirklich ein Fan von Kokosnuss. Ich habe 3 verschiedene Kokosnussliquids probiert. Eins davon war chinesisch. Das ging voll in die Hose. Ich esse sehr gerne frische Kokosnuss hier. Und wenn man hier durch die Stadt geht, trinkt man mindestens einmal zwischendurch eine unreife Kokosnuss. Das heißt, da hat sich noch kein Fruchtfleisch drin gebildet, sondern es ist das richtige Fruchtwasser, das Kokosnusswasser, nicht die Milch, was man jetzt so als Thailänder kennt, sondern es wird in Bechern angereicht, es wird mit gestampftem Rohrzucker und Eis vermischt und dann trinkt man das. Und da habe ich eine ganz kleine Unternote von, aber das ist jetzt nicht wirklich der Geschmack, den man von dem Kokosnussfleisch kennt oder vom Bounty-Riegel oder irgendwas, sondern es ist ein eher fruchtiger Geschmack. Und das ist dieser weiche Geschmack, den ich hier so ein bisschen hineininterpretiere. Schmeckt einfach richtig frisch. Das ist so ein großes Glas mit so ein paar Fruchtstücken am Rand und das hat auch meine Freundin probiert. Da musste ich sie unbedingt mal probieren lassen. Sie dampft nicht und sie inhaliert den Dampf auch nicht, sondern wenn, zieht sie nur dran und pustet ihn dann gleich wieder aus und auch ihr gefiel das wirklich sehr gut und das ist so ein bisschen, das ist wirklich ein karibischer Traum. Das passt. Das könnte man sich ohne weiteres auch mit einem Schuss Alkohol sehr gut gefallen lassen. Und hat sich zu einem meiner Lieblingsfruchtgemische stilisiert, was mit Ananas zu tun hat. Aber ich bin mir sicher, dass sich dieser Geschmack erst nach über 2,5 Wochen gebildet hatte. Davor war der Geschmack einfach nicht so rund. Es waren mehr Spitzen drinne und man hat die einzelnen Komponenten rausgeschmeckt, die ich dann nicht wirklich zuordnen konnte. Und erst nach der langen, langen Reifezeit war es dann der Punsch,
der für mich wirklich dann gut. Gut funktionierte. Es ist sehr süß. Man hat aber eine schöne, schöne Fruchtsäure, die da mit unterschwingt und nicht einfach so wie so ein Bonsche oder so rüberkommt. Wirklich super. Das gefällt mir richtig gut. Und steht für mich so mit an zweiter, dritter Stelle von den fressen mich die Tiere hier schon wieder an. Von den Fruchtliquids, die ich als Meerfruchtliquids habe. Wirklich lecker. So, der vorletzte Mom-and-Pop-Geschmack, den ich noch habe, das ist das Red Ridge Mist. Und zu dem Blue Ridge Mist muss ich sagen, das Blue Ridge Mist hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Das Red Ridge Mist soll ein roter Fruchtpunsch sein. Auch das ist bei mir sehr dunkel geworden. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass viel Wärme die Liquids doch so ein bisschen verändern kann. Und ich kann bei dem Red Ridge Mist kann ich nichts zuordnen. Roter Fruchtpunsch würde ja eigentlich bedeuten, dass das irgendwelche roten Früchte sind, Kirsche, was fällt mir denn sonst noch als Granatapfel ist zum Beispiel noch rot. Schmeckt auf jeden Fall fruchtig, aber es ist unauffällig. Also das könnte man auch als All-Day-Liquid ohne weiteres durchgehen lassen. Das kann man die ganze Zeit dampfen. Aber es ist ja, ne, What the Fock hat das ja mal mit einem gewissen Ausdruck geprägt. Belanglos. Es schmeckt nicht schlecht. Es schmeckt gut, aber es ist so, ja, ne? Da passiert bei mir nicht viel. Das ist, es ist ein runder Geschmack. Es gefällt mir, ich dampf es gerne, aber wenn ich jetzt so drei, vier, fünf Flaschen vor mir stehen habe, dann greife ich da irgendwie so ein bisschen dran vorbei. Auch das habe ich mit 12% angemischt.
Und es ist ein gutes, solides Fruchtpunsch-Liquid. Schwer zu sagen. Wer wirklich Frucht mag, der kann sich das auf jeden Fall mal antun. Das ist so ein bisschen eins von den Liquids, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand sagen würde, bäh, das mache ich nicht. Dafür ist das dann zu unauffällig. Außer er mag natürlich keine Früchte, aber dann greift man auch nicht zu einem Fruchtliquid. Das ist in Ordnung. Jetzt kommen wir zu dem letzten und das fand ich jetzt persönlich ein bisschen lustig. Ich habe das probiert. Und es ist bei Dampfdorado mit einem Bild abgebildet. Und zwar mit Fruit Loops. Und ich bin kein Fan von Fruit Loops, ich mag keine Fruit Loops und habe hier letzt 3-4 Tage lang Fruit Loops essen müssen, weil meine Freundin irgendwie eine große Packung Fruit Loops geholt hatte und nichts anderes an Frühstückszerealien. Somit war ich dann dazu verdammt, morgens davon auch mal den einen oder anderen Teller zu essen. Und Fruit Loops ist so das chemischste Weizen, naja, ihr wisst schon, gefällt mir überhaupt nicht. Das nennt sich Crunchberry und und für mich ist das eher eine Art bäriger Kuchen. Mit einer Nussnote. Und die Nussnote geht in Richtung von dem Nutella. Und das gefällt mir nicht wirklich. Ich hatte mir einmal 5 Milliliter Fläschchen mitgemacht und dann habe ich mir nochmal diese 30 Milliliter angesetzt und wie man sehen kann, da ist nicht viel raus. Wenn dieser Nussgeschmack nicht wäre, bevor es angefangen hat zu reifen, hatte ich eher so ein bisschen sowas von Streuselkuchen. Und nachdem es dann länger und länger gereift hat, kam für mich mehr und mehr diese leichte Nussnote dazu, die sich dann irgendwann zu wirklich einem dominanten Geschmack für mich entwickelt hat, wo ich sage, das gefällt mir nicht. Was es wirklich sein soll, weiß ich nicht genau. Fruit Loops
Wenn es Fruit Loops sein soll, dann ist das nicht getroffen. Ich würde wirklich sagen, dass das so ein leichter Beerenkuchen mit einer leichten Nussnote ist. Crunchberry. So langsam aber sicher kommt jetzt das Nikotin durch. Drei Verköstigungsvideos, das ist schon ein bisschen heftig. Da werde ich jetzt, glaube ich, mal die Verabschiedung ohne Dampf machen. Crunchberry ist nicht meins, schmeckt aber nicht schlecht. Also ich kann mir vorstellen, dass das Leuten gefällt, aber meins ist es nicht. Das Butterfly Bait, das ist ein wirklich interessantes Liquid, würde ich sagen. Da kann man sich auf eine Reise drauf einlassen und das mal testen. Bei dem Red Ridge Mist muss ich sagen, ne, belanglos. Aber das Hawaiian Shredden, wer karibische Fruchtgetränke mag, der dürfte hier einen absoluten Volltreffer mit landen. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ich glaube, das waren jetzt die 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja. Genau, ich habe was vergessen. Und ich weiß auch, warum ich das vergessen habe. Ja, was ich nochmal sagen kann, ist, ich wollte auch ein Tasty Puff Liquid-Video machen, was ich glaube ich nicht machen werde, weil die Tasty Puff-Aromen für mich nicht wirklich funktionieren. Das Sinful Cinnamon, das ist sehr, sehr gut und das Cottonmouth Candy hat mir auch sehr gut gefallen. Alle anderen, die ich probiert habe, sind komisch. Die hauen bei mir irgendwie nicht richtig hin. Das Sweet Leaf, ein sehr extrem chemischer Geschmack. Das Apfel ist sehr, sehr sauer. Das Pimpy Fresh Peach schmeckt mir zu chemisch. Das Rootbier, das ist eine Kelle voll Medizin. Mr. Bubble war. Ist praktisch das gelbe Rickles, Frucht-Rickles, was eigentlich sehr, sehr gut schmeckt, aber über einen bestimmten Zeitraum dann auch ein bisschen sehr, sehr intensiv wird. Vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen runter verdünnen und das Chronic Hypnotic soll wohl irgendwas Blubberblasen-Getränkhaltiges mit Korken sein. Wow, das ging voll nach hinten los. Sehr komischer Geschmack. Das French Lane habe ich noch vergessen vom Mom & Pop. Und das French Lane ist ein Vanillecreme-artiges Liquid und gefällt mir leider nicht wirklich. Ich bin der Meinung, dass ich bei dem French Lace
dass ich bei dem French Lace auf jeden Fall ein, dass das in Pacellas Famous Five Layer drin ist und auch in dem Pacellas Poison drin ist. Und das als alleine, muss ich sagen, es haut bei mir irgendwie mit den Vanillepuddings nicht hin. Ich esse sehr gerne Vanillepudding, aber ich habe zum Beispiel auch das Vanilla Custard von Capella da. Und allesamt diese Richtung, und ich werde mir wahrscheinlich das Grand Vanilla Custard sparen, da kommt man nur sehr schwer ran, das ist sehr teuer. Aber da ich von Freunden höre, oh ja, das schmeckt ähnlich und das kommt schon hin, bin ich wahrscheinlich nicht der Typ dafür, Vanillepudding zu dampfen. Ich habe noch Tahiti Vanille. Das ist dann kein Pudding, keine Creme, sondern reiner Vanillegeschmack. Da muss ich sagen, der gefällt mir schon ganz gut. Ich hatte ja die Vanillekristalle von TPA und die Vanillekristalle hatten einen sehr, sehr guten Geschmack für mich, allerdings nicht wirklich nach Vanille. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man wird ja so als Kind auf Geschmäcker geprägt. Deswegen gibt es auch in den ganzen Kulturen ja unterschiedliche Sachen, die die Leute gerne essen. Und wenn man als Außenstehender das probiert, man da gar nichts mit anfangen kann. Meine Vanilleprägungen sind andere. Und das French Lace funktioniert bei mir genauso wenig wie das Vanilla Custard. Die obere Note geht schon so ein bisschen Richtung Vanille, aber ganz ehrlich, das Vanillemark aus einer Vanilleschote und das dann mit wirklich schön Creme geschlagen und Sahne rein, das ist für mich zum Dampfen nicht wirklich was. Es schmeckt nicht schlecht. Also es ist nicht irgendwie jetzt eins von denen, jetzt zum Beispiel bei Inavera hatte ich ein, zwei Geschmäcker, wo ich dann einfach gesagt habe, boah, nee, das geht überhaupt nicht. Aber es trifft nicht meinen Geschmack. Schade drum. Hab ja immer mal gedacht, wegen der schlanken Linie könnte ich da eventuell ein bisschen drauf verzichten, mir solche Sachen irgendwie reinzutun. Was mir persönlich sehr gut geschmeckt, sind die Vanillepuddings von Dr. Oetker. Da kann ich mich reinlegen und ich habe von jemandem ein Essenspaket aus Deutschland gekriegt, wo einiges an Dr. Oetker Pudding drinne sind. Und da muss ich sagen, Vanillepudding dampfen, nein, lieber essen. Und in dem Sinne, wenn ihr gerade dabei seid, mit dem Rauchen aufzuhören, wünsche ich euch viel, viel Glück und an alle Dampfer, wie immer, ja, heute mal ohne Dampf, gut Dampf.